werden bald gar keine Wohnungen mehr gebaut. Wir können den Wohnungsbauabsturz nicht mehr verhindern, schreibt der Bauchef zur Bild-Zeitung. Und ich kann da vollstes Verständnis für geben. Bei den aktuellen Umständen in Deutschland noch neu zu bauen, halte ich absolut für verrückt. Und ich werde euch im heutigen Video Beispiele geben, warum selbst im Bestand bauen, das heißt Dachgeschossausbau, das absolut keinen Sinn mehr macht und wo einem da überall von der Politik Steine in den Weg gelegt werden. Wenn dich das Ganze interessiert, warum aktuell in Deutschland keine oder nur noch sehr wenig Wohnungen gebaut werden, schau unbedingt in dieses Video. Ja, wie im Ton gerade angekündigt, die Bild-Zeitung titelt aktuell, ich habe hier den Rechner dabei, werden bald gar keine Wohnungen mehr gebaut. Und ich muss sagen, ja, es wird immer weniger und die Zinsen sind hoch, die Kosten sind gestiegen. Ja, warum sollte sich das dann noch lohnen? Wenn es teurer wird und ich mehr Zinsen bezahlen muss und dann darf ich nicht mal mehr Miete nehmen, weil man da auch noch versucht, dem Vermieter ein zwischen die Beine zu grätschen und Mietendeckel hier, Mietpreisbremse dort und so weiter und so fort. Ja, wie soll sich das denn noch lohnen, dass man dann Wohnraum zur Verfügung stellt? Da muss man sich auch fragen, kein Wunder, gehen so viele Firmen pleite, die Wohnungen bauen wollen, weil die haben teilweise variabel finanziert und sich nicht die günstigen Zinsen gesichert. Die haben Baukosten, die immer höher geworden sind, versuchen jetzt Eigentumswohnungen zu verkaufen und finden keinen Käufer mehr, weil sich keiner mehr die monatliche Rate leisten kann, weil die Zinsen ja, wie in meinen anderen Videos gesagt, schon über 4,5% sind. Deswegen verstehe ich das absolut. Und wir haben jetzt schon ein Problem auf dem Wohnungsmarkt. Zusätzlich hat die Regierung versprochen, jedes Jahr schaffen wir das, 400.000 Wohnungen zu bauen. Und wo sind wir aktuell? Ich lese hier irgendwas von 175.000 Wohnungen wollen sie schaffen. Also es ist nicht mal die Hälfte. 400.000 Ziel, wir brauchen 1 Million und sie schaffen 175.000, weil immer mehr Leute abspringen, immer mehr Projekte gestoppt werden, nicht mehr finanziert werden können oder einfach nicht mehr lohnenswert sind. Und dann hört man natürlich auf damit. Jetzt muss man sich fragen, okay, muss dann der Staat mehr bauen? Das überlasse ich dem Staat. Ich bin nicht der Meinung, dass er da unbedingt besser mitwirtschaftet, wenn man sieht, wie viele Wohnungen leer stehen, die dem Staat gehören. Und jetzt muss man sagen, schaut mal hier, sie sagen, die Anzahl der Baugenehmigungen ist dramatisch eingebrochen. Im August wurde der Bau von gerade einmal 19.300 Wohnungen genehmigt. Das sind 31% schlechter als noch letztes Jahr im August. Niedrigster Stand seit 10 Jahren. Ja, laut Statistischem Bundesamt sank die Zahl der Baugenehmigungen in den ersten 8 Monaten 2023 für 28,3%. Ja, das ist ja auch schon mal was. Ein Minus von 69.000 Wohnungen auf nur noch 175.000. Jetzt muss man sehen, okay, wo wird denn das Ganze landen? Und ich kann euch jetzt mal sagen, ich kann das absolut verstehen, wenn der Wohnungsbau in die Krise stürzt, weil, wie gesagt, es lohnt sich nicht mehr. Die Zinsen sind zu hoch, die Mieten, die man kriegen kann, sind nicht im gleichen Verhältnis gestiegen. Und deswegen kann ich absolut verstehen, wenn jemand sagt, nee, das lohnt sich hier gar nicht. Und das Problem ist auch, die Anforderungen werden immer höher. Das heißt also Brandschutzanforderungen und weitere Anforderungen. Und das ist absolut verständlich, wenn man all diese Klimaanforderungen dann auch noch umsetzen muss, dass man sagen kann, okay, das lohnt sich für mich nicht mehr. Also dann versucht natürlich die Bundesregierung, den Leuten das irgendwie etwas schmackhafter machen zu bauen. Und ich sehe so, die aktuelle Bundesregierung hat eine akute Wahrnehmungsverweigerung, sagt die Bild. Vor 1,5 Jahren haben wir davor gewarnt, dass genau diese Situation eintreffen wird. 1,5 Jahre zurückgerechnet, ganz logisch, sind die Zinsen raufgegangen. Hat man das schon vorhergesehen, dass das passiert? Hätte vor 1,5 Jahren schon gegenwirken können, damit das nicht passiert, aber es ist nicht passiert. Und dann haben sie ein Paketchen, wie sie es hier nennen, geschnürt, anstatt ein großes Paket. Ein kleines Paketchen, was sich nicht lohnt und was wenig helfen wird. Und deswegen sagt man, dieses Paketchen beschloss die Bundesregierung im September. Günstigere Baukredite, verstehe ich auch noch nicht, erweiterte Förderprogramme, Sonderabschreibung und eine Abkehr von immer strengeren Ökovorschriften für Wohngebäude. Also Fakt ist aber, die Maßnahmen wirken erst mittelfristig. Und laut Prognose des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW fehlen 2025 1 Million Wohnungen. Ja, was bedeutet das für den Bestand? Es ist immer schwieriger, eine Wohnung zu finden. Und die Vermieter, die ihre erhöhten Kosten haben aufgrund höherer Zinsen und auch aufgrund höherer Instandhaltung, werden die Mieten weiter erhöhen. Das heißt, ihr könnt euch darauf einstellen, in sämtlichen Großstädten, also mit Sicherheit mal alles ab 100.000, werden die Mieten weiter erhöht werden in dem Maße, wie
die Politik es den Mietern erlaubt. Aber mit Sicherheit Vermieter, die sonst gesagt haben, okay, ich komme mit der Miete ganz gut klar, werden auch erhöhen, weil sich die Zinsen ja für die Vermieter, zumindest der, die in den letzten 5 Jahren oder auch knapp 10 Jahren gekauft haben, bis zu vervierfacht haben. Ja, da muss man weitersehen. Wohnungswohn wird drängendstes Problem der Politik. Der Bauchef ist alarmiert, wir können den Wohnungsbauabsturz nicht mehr verhindern. Was bleibe, sei der Versuch, nur noch ihn abzumildern. Damit das gelingt, fordert der Bundesverband der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen mehr Kontinuität in der Förderung, Zinsverbilligung und eine Absenkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7%. Was passiert nämlich, wenn der Wohnungsbau einbricht? Die ganzen Handwerker, die dazwischen hängen, die haben noch alle volle Auftragsbücher gehabt letztes Jahr. Für dieses Jahr hat es für viele auch noch gereicht. Aber immer mehr werden dann Auftragsrücknahmen und Auftragseinbußen haben, sodass natürlich all die Handwerker, die da hinten dranhängen, ja, auch irgendwann nicht mehr bleiben. Und hier suchen sich dann andere Länder oder müssen sich einen anderen Job suchen, ähnlich wie man das aktuell ja in der Hotelbranche sieht oder auch in der Restaurantsbranche. Dann sucht man sich einen anderen Job und ist hinterher nicht mehr da, wenn dann wirklich Handwerker benötigt werden. Und wir haben ja jetzt schon ein Handwerkerproblem gehabt, vielleicht löst sich das dadurch ein bisschen auf, aber dadurch werden wir auf jeden Fall einen Investitionsstau bekommen. Ja, die Liste der Probleme ist lang. Hier steht das nächste Problem, Bauträger gehen reihenweise pleite. Man liest das wöchentlich in der Zeitung, dass irgendwelche Bauträger pleite gehen. Ist ja auch ganz logisch, wie ich am Anfang gesagt habe. Die haben keine günstigen Zinsen lange festgeschrieben, haben immer höhere Kosten und werden die Sachen nicht mehr los, weil die Leute nicht mehr das zahlen können, was sie früher zahlen konnten bei 1% Kredit. Also wenn sich das nicht bald ändert, hier ist ein Beispiel für Berlin. 13 Baustellen von Projektimmobilien stehen still. Der Bau von 878 Wohnungen muss wegen der Insolvenz des Nürnberger Immobilienentwicklers gestoppt werden. Einige Projekte wie die Eastside Studios in Lichtenberg standen kurz vor dem Abschluss, sind auch nicht fertig geworden. Andere wie die Urban Homes in Weißensee wurden zwar verkauft, aber gar nicht erst gebaut. Also da muss man sich dann natürlich auch fragen, was soll da noch passieren, damit die Politik wach wird. Ja, wie ich live davon betroffen bin in meinen Mehrfamilienhäusern, das habe ich hier schon mal berichtet. Es gibt immer wieder Mehrfamilienhäuser, wo das Dachgeschoss nicht ausgebaut ist. Bei mir war das bei allen Mehrfamilienhäusern so. Entweder war es nicht ausgebaut und nicht genehmigt oder es war ausgebaut und genehmigt, aber genehmigt war keins davon. Alle Häuser, die egal 1900, 1950, 60, 70, 80 gebaut sind, kein genehmigtes Dachgeschoss. Das will ich nicht so lassen. Deswegen stehen bei mir entweder die Dachgeschosse leer, wie im Mehrfamilienhaus 6, oder wir bauen es gerade aus, wie im Mehrfamilienhaus Nummer 7. Für das Mehrfamilienhaus Nummer 9, was ich ja gekauft hatte, da war auch jemand drin, der ist ja inzwischen raus. Das war auch nicht genehmigt, weil ich gesagt habe, okay, das muss auch nachgenehmigt werden. Da ist sogar schon 2 Räume genehmigt, 2 wollen wir dazu genehmigen. Da sind wir, sage und schreibe, seit März dieses Jahres dabei. Seit März stellen wir einen Bauantrag und liefern immer wieder neue Sachen nach, müssen immer wieder warten, bis das Bauamt soweit ist mit der Prüfung. Herzlichen Dank an das Bauamt Osnabrück. Dann haben die keine eigenen Prüfstatiker, lagern das aus für die Prüfung der Statik. Das kostet fast genauso viel wie die Statik selber. Dann kommen nochmal x Nachträge. Das ganze Haus wurde mit 2 DIN A4 Seiten Statik gebaut. Jetzt ratet mal, wie viele Seiten man inzwischen braucht an Statik für so einen Dachgeschossausbau. Ich kann euch sagen, über 300 Seiten Statik haben wir bei meinem Mehrfamilienhaus Nummer 2 gebraucht. Und da gab es irgendwie 3 Nachträge, weil die immer mehr gefordert haben. Da hat man mich hinterher gefragt, ob wir da oben irgendwie einen Parkplatz einbauen wollen oder vielleicht einen richtig großen Pool. Die wollten nachträglich in bestehende Wohnungen, hat man gesagt, muss man dann noch Pfeiler reinbauen. Also irgendwo ist das alles nicht mehr verhältnismäßig, was wir für Vorschriften im Bau haben. Bei meinem anderen Haus ist es jetzt soweit, wir haben endlich die Baugenehmigung, aber mit 12 zusätzlichen Sachen, die man alle erfüllen muss. Also, was man erfüllen muss, ist, fangen wir mal an, der Boden muss erstmal die oberste Geschossdecke mit F60 nachertüchtigt werden. Das heißt, die bestehenden Böden, wenn sie nicht aus Beton sind, müssen für die oberste Geschossdecke mit nicht brennbarem Material 60 Minuten lang von unten unter der Decke nachverdichtet werden. Da fragt man sich auch, okay, aber in allen anderen Häusern, wo Holzdecken drin sind, die müssen das nicht. Warum muss das denn zwingend nachgerüstet werden und warum kann das nicht wie im Bestand bleiben? Das verstehe ich nicht. Das weiß ich nicht. Kann ich gar nicht sagen. Dann ist es so, wir haben jetzt eine Nachbarbebauung. Wir haben Mehrfamilienhäuser wie ein Reihenhaus.
Und jetzt gibt es Gauben da. Und wenn jetzt ein Mindestabstand, ich weiß ihn gar nicht mehr genau, von 1,50 Meter von meiner Gaube zum Nachbarhaus nicht eingehalten wird, dann baut man ein gesamtes Gerüst vor das Haus, muss oben hin, muss an die Gaube von innen und von außen F60 daran machen, damit die Gaube, wenn ihr wisst, was eine Gaube ist, das ist so ein Dachgeschossausbau, damit man weniger Schräge hat, nachertüchtigt wird. Diese Gaube muss also F60 nachertüchtigt werden von innen und außen, damit, wenn es mal irgendwo brennt, damit das Nachbarhaus über die Gaube nicht so schnell darüber schlägt. Dann geht es weiter. Dann muss man alle Türen nachrüsten. Und jetzt kommt der Knaller. Nicht nur die Tür der eigenen Wohnung muss in dem Standard sein, sondern alle Türen, die zum Treppenhaus im gesamten Haus gehen. Das habe ich schon beim Mehrfamilienhaus 2 gehabt. Und jetzt auch bei diesem, die müssen alle selbstschließend sein. Das heißt, man muss so einen Türschließer dran machen. Das ist ja noch in Ordnung. Aber sie müssen auch dicht schließend sein. Das heißt, sie müssen unten verschiedene Fugen haben, wo dann die Tür richtig dicht schließt, damit ein Brandfall unten drunter das nicht drunter herzieht. Da frage ich mich, in einem Altbau, da ist sowieso keine Tür dicht schließen. Alle Türen müssen nachgerichtet werden, alle Zargen müssen neu gemacht werden und dementsprechend muss man das alles komplett nachziehen. Dann kommt noch dazu, okay, jetzt haben sie sogar noch herausgefunden, dass manche Wände, die zum Treppenhaus gehen, auch noch mit F60 nachertüchtigt werden müssen. Das heißt, man muss F60 auch noch an die Wände machen, damit diese Wände dementsprechend nachertüchtigt werden können. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt. Die Fenster. Sind die Fenster groß genug, sodass in einem Fall eines Brandes auch die Feuerwehr vernünftig anleitern kann? Und diese Fenster müssen ein Notausgangsfenster haben mit einer gewissen Breite und mit einer gewissen Funktion. Das heißt, dass auch bei den Fenstern müsst ihr nachrüsten, entweder komplett neue, breitere Fenster einbauen oder bestehende Fenster durch Brandschutzfenster ersetzen. Und das Verrückte da in meinem Bau, bei Mehrfamilienhaus Nummer 7 wollte ich so ein Velux Cabrio einbauen. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Das sind so Dachfenster, die man so ausklappen kann mit einem kleinen Balkon davor. Die haben keine Genehmigung. Die wären viel besser. Die Feuerwehr würde es auch mögen. Aber das Bauamt genehmigt es nicht, weil es keine Genehmigung für Brandschutzfenster ist, weil die sich irgendwie schneller öffnen lassen müssen. Versteht sich mir auch nicht. Kriegen die Mieter jetzt halt so ein blödes Brandschutzfenster da rein, wo sie nicht viel mit anfangen können, was sich dann irgendwo nach außen hin öffnet auf einem Schub beim Aufmachen, damit es einfach so aufgeht, damit es irgendwie im Zweifel schneller geht. Ob das funktionell besser ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich finde es auf jeden Fall Quatsch. Zusätzlich, weiterer Punkt. Wir brauchen eine Brandmeldeanlage oder Brandschutz, ich sag mal, im Treppenhaus ein RWA, Rettungsabzugsfenster, das heißt Rauchabzug, glaube ich. Also, das heißt, also man muss im Treppenhaus einen Knopf drücken können und da muss es einen Rauchabzug geben. Das trifft natürlich immer nur zu bei Mehrfamilienhäusern mit mindestens einer gewissen Höhe, wenn wir in Gebäudeklasse 4 kommen. Also das nochmal gesagt, das zählt nicht für ein Ein- oder Zweifamilienhaus, aber sobald wir irgendwie drei Stockwerke haben, sitzen wir da immer mit drin. Das heißt, es geht gar nicht anders. Und jetzt kommt noch dazu, jetzt musst du auch noch die Kellertür ertüchtigen. Das heißt, auch die Kellertür muss mindestens T30 RS Rauchschutzhemd sein. Und wenn die vorher nicht passt, das heißt, in meinem Keller ist die vielleicht nur 1,90 von der Höhe, dann musst du irgendwie sehen, wie kriegst du die Kelleröffnung auf die richtige Höhe, dass da noch was dran gemauert wird, damit die Wände herum das auch wieder haben. Und ihr hört's, es gibt so viele verschiedene Vorschriften, das sind nur die 10, die mir jetzt gerade in den Kopf kommen. Es sind auch noch einige mehr dabei, die man erfüllen muss. Und da schlage ich wirklich die Hände über dem Kopf zusammen und sage, hat das alles einen Sinn und Zweck? Ist das alles maßstabsgetreu? Ist das wirklich alles wirklich notwendig, dass man hier solche Aufwände betreibt? Weil dadurch wird das Wohnen noch teurer. Und ich sage mal, allein der ganze Aufwand mit der Statik, mit dem Architekt, da ist man locker schon mal 10.000 Euro los, nur für Bürokratie. Wenn dann noch der Prüfstatiker das Bauamt dazu kommt, ist es schon mal 15.000 Euro. Ich habe das mal erzählt für mein Mehrfamilienhaus Nummer 2. Da haben wir mit 120.000 Euro angefangen und hinterher sind wir bei 250.000 Euro rausgekommen. Für eine Dachgeschosswohnung, die eigentlich schon bestand. Da muss man sich dann wirklich fragen, lohnt sich das noch als Vermieter, so viel Geld da reinzustecken und kriegt man die Miete wieder raus, damit sich das lohnt? Ich habe es jetzt gerade wieder probiert. Ich werde am Schluss hier nochmal Fazit ziehen auf meinem Kanal und euch die nackten Zahlen präsentieren von beiden Dachgeschossausbauten. Und dann werde ich euch berichten, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Dann habe ich immerhin schon 3 Stück gemacht. Eine Sutterwohnung habe ich gemacht, da hat es sich gelohnt. Das kann ich dann auch noch mit reinnehmen. Und dann werde ich euch erzählen, ob ich noch in meinem nächsten weiteren Haus das auch machen werde oder nicht. Wenn dich das ganz interessiert, vor allen Dingen auch Immobilien auf Madeira, da bin ich gerade dabei, noch eine Wohnung zu kaufen. Und am Dienstag geht es zum Notar, da gibt es mein neues Mehrfamilienhaus in Osnabrück. Dann abonniere hier unbedingt den Kanal, damit du keines meiner neuen Videos verpasst.
Und jetzt würde mich interessieren, was hältst du davon, die Vorschriften der Politik? Wie sieht der Wohnungsmarkt aus? Siehst du es aktuell einfach, in der Großstadt eine Wohnung zu kriegen, oder sagst du, absolute Katastrophe? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Viel Spaß, ein schönes Wochenende. Bis bald, Dennis von Immo Incubator. Ciao!